Also gut. Versuchen wir das doch jetzt mal. Auch noch gleich als Mega Man. So, mal sehen, wie fehlig der jetzt ist. Also eigentlich sollte er sich ja so ähnlich wie Spiritia steuern, logischerweise. Aber dem seine Sprungtechnik, boah, ey. Wie der dann immer diesen Köter benutzen muss. Ich meine, die Spiritia konnte zwar auch nicht sonderlich hochspringen. Aber die war halt in einer Spielwelt, die extra dafür geschaffen ist, auch für sie schaffbar zu sein. Dagegen der hier. Der muss jeden Sprung mit diesem blöden Köter machen, was echt toll ist. Bin mal gespannt, wie fehlig das mit dem wird. Er kann gerade mal 2, irgendwas Felder hochspringen. Anscheinend. Oder? Nee, ich glaube, er kann genau 3 Felder hochspringen. Wenn er wenigstens wie eine Spiritia aussehen wird. Dem sein Rumgeböller ist zwar eigentlich sogar ziemlich gut, aber der kann dafür leider nur horizontal schießen. Ja, du nerviger Köter! Da kommt er mit Sicherheit überhaupt nicht hoch, oder? Doch, Glück gehabt. Ah! Na klar, der kann sowas von überhaupt nicht springen, dieser Typ. Es werden noch Sprünge kommen, wo er den Köter benutzen muss. Hier zum Beispiel kommt das sonst überhaupt nicht hoch. Wie das alles ewig dauert, wenn man jedes Mal diesen Köter beschwören muss. Nur weil er zu blöd ist zum Springen.
Moment. Ist der schlecht, ey. Der ist ja mal ein Superversager, ey. Ich meine, wenn er nicht mal in der Lage ist, hier auf das Fragezeichen zu kommen. Boah, ist der ein Nobi-Typi. Der hat's ja mal gar nicht drauf, dieser Typ. Bei dem sein Geböller ist zwar relativ nützlich, gegen Gegner, die man abböllern kann. Aber in Burgen hat er keine Chance. Und warum kann der sich denn noch nicht mal ducken, dieser Superversager? Ach so, der hätte das wahrscheinlich so machen müssen. Aber so wie ich das Spiel kenne, zählt es dann trotzdem noch als Berührung. Und diesen Pilz kann der unmöglich behalten. So viele Tasten kann man einfach nicht gleichzeitig drücken, dass man dann auch noch den Köter beschwören kann. Das heißt, ich werde hier jetzt failen, dass es gerade so kracht. Boah, erstaunlich. Ich habe schon gedacht, dass mich das trifft. Mal sehen, wie viele 200 Mal der jetzt den Bowser treffen muss. Na endlich. Mann, das wäre das totale Let's Fail, wenn ich schon in der ersten Burg solche Probleme habe. Nö, das war keinem anderen Charakter passiert. So viel ist sicher. Ey, du Luschi-Typi. Das fällt ja aber auch so schnell wieder runter. Das gibt's doch nicht. Ey, du gar nichts Könner. Ich wüsste gern, wer da unbedingt ein Let's Play als Mega Man sehen wollt. Wobei, ich glaube, es gibt... Also, dass diejenigen, die das sehen wollen, welche sind, die auf Let's Fails stehen. Aber der ist ja echt mal voll da gar nichts Gönner, dieser Typ. Und da kommt er nicht hoch! Dann werde ich hier nicht rüberkommen. Dann werde ich aus dem Bild springen. Boah, nochmal Glück gehabt. Boah, was für ein gar nichts Könner, ey. Also ich werde mir dieses Let's Play nicht nochmal angucken, wenn es fertig ist. Ja klar! Ich habe ja sonst überhaupt keine Probleme. Dieser Superversager, ey. Der geht ja überhaupt nicht. Mal sehen, wie grottig der unter Wasser ist. Vor allem mal sehen, wie lange es dauert, bis dem seine Ups ausgehen. Thank you.
Ja, solange er in der Lage ist zu böllern, hat er einigermaßen eine Chance gegen diese Fieslinge hier. Aber wenn er dann klein wird und nur noch diese Gurkenwaffe hat, dann hat er keine Chance. Wir sind in diesem Spiel bei allen Charakteren, die böllern können, so. Was, wenn sie klein sind, dann haben sie nur eine Gurkenwaffe, die überhaupt nichts tot kriegt. Das wird auch beim Bild das Riesenproblem sein. Also mit dem Bild werde ich das Spiel auf keinen Fall durchschaffen. Mit dem hier wäre es theoretisch noch denkbar, dass ich es irgendwie hinkriege. Aber dazu darf ich auf keinen Fall weiter so Felix spielen, wie ich es bisher getan habe. Das Problem ist auch, wenn man sich nämlich Zeit nimmt für die Levels, dann geht irgendwann das Zeitlimit aus. Man darf also auch nicht zu langsam spielen. Aber wenn man zu schnell spielt, dann wird man nur dauernd getroffen. Na klar! Wetten, dass ihr hier den Köter braucht, um darüber zu kommen? Das versuche ich nämlich gar nicht erst ohne. Nö, ist ihr ein kleiner Versager. Das wäre keinem anderen Charakter passiert. Alle anderen hätten den Pilz gekriegt. Ey, du Superversager! Vor allem, dass er so dämlich aussieht. Warum kann er keine Spiritia sein? Wenn er schon dauernd aus dem Bild springt, dann soll er dabei nicht die ganze Zeit auch noch so blöd gucken. Mann, ey. Nein! Dieser blöde Köter, was ist der Bauch verschwunden? Was hat er mir nicht noch eine zweite Chance gegeben, den Sprung zu versuchen? Dieser scheiß Mistköter. Ey, der ist dran schuld, dass ich das nicht schaffen kann. Jetzt werde ich in diesem Level schon failen, und zwar endgültig. Aber wir fangen ja eigentlich gerade erst an. Der wollte schon wieder verschwinden, dieser blöde Köter. Und kann es eigentlich auch sein, dass dieser Typ hier, also der Megaman, sich in der Luft gar nicht mal so richtig steuern kann, also wenn er gerade einen Sprung ausführt? Oh no. Jetzt war's das. Jetzt werde ich das nicht schaffen. Also wenn ich hier dann Game Over gehe, dann versuche ich es zwar wahrscheinlich irgendwann nochmal, aber jetzt nicht. Sondern wenn ich Game Over bin, dann bin ich erstmal Game Over. Das wird bald der Fall sein. Yeah. Du kriegst jetzt verdammt nochmal den Pilz und springst nicht schon wieder aus dem Bild, okay? Hä? Also der Sprung sieht unschaffbar aus. Keine Ahnung, wie der hätte gehen sollen. Sieht so aus, als könnten den Sprung alle Charaktere schaffen, nur nicht der Mega Man. Also, Game Over bzw. Fail. Und deshalb ist dieses Let's Play jetzt erstmal schon zu Ende. Und ich werde es zwar irgendwann nochmal versuchen, aber ich muss erstmal trainieren mit dem Typ, weil der geht ja gar nicht. Also, ciao.